Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute habe ich ein kurzes Video für dich mit Tipps und Tricks, unter anderem aus einem kleinen Trick aus der Neuroathletik, wie du dir leichter tust, im Schneidersitz zu sitzen. Ich hoffe, das Video gefällt dir und ich wünsche dir wieder viel Spaß damit. Es gibt eigentlich verschiedene Gründe, warum es mit dem Schneidersitz nicht so besonders funktioniert. Aber der häufigste ist eigentlich, dass du zu wenig Bewegung in deinem Becken hast und deine Wirbelsäule dadurch nicht aufrichten kannst. Hier wäre der einfachste Trick, nimm dir einen Yoga-Klotz oder falls du keinen zu Hause hast, ein Buch und setz dich einfach auf den Klotz drauf. Das heißt, du versuchst darauf zu achten, dass du mit deinen Sitzbeinhöckern am Klotz oder am Buch sitzt und dein Schambein kann dann nach vorne, nach unten kippen. Das heißt, was passiert ist, dass einfach die Öffnung in der Hüfte um einiges leichter wird und du kannst die Wirbelsäule aufrichten. Das Gleiche wäre, falls du jetzt keinen Yoga-Klotz hast, falt dir einfach ein Handtuch oder eine Decke zusammen, je nachdem, wie hoch du sie brauchst. Genau wieder das Gleiche. Du setzt dich an die Kante, das heißt, dein Steißbein ist auf der Matte, auf dem Handtuch, auf der Decke, wie auch immer. Und dein Schambein ist in der Luft. Und dadurch solltest du merken, dass du einfach leichter sitzen kannst. Nimm dir wirklich immer Hilfsmittel zur Verfügung. Es ist wichtiger, qualitativ hochwertig zu arbeiten, als mit vielleicht in den Schmerz zu arbeiten oder Übungen einfach zu machen, weil ich sie mache oder weil sie jemand anderer macht. In einem normalen Kurs. Liegt es jetzt wirklich daran, dass du Schmerzen in deiner Hüfte hast oder in deinem Knie? Such dir einfach eine andere Position. Meistens, in meinen Videos vor allem, geht es gar nicht um die Hüftöffnung, sondern wirklich um den aufrechten Sitz. Das heißt, in dem Fall streckt das Bein aus, wo dein Knie wehtut, das zweite vielleicht abgewinkelt oder beide Beine ausgestreckt oder die Beine aufgestellt. Wäre eine Möglichkeit, um einfach gerader mit deinem Rücken zu sitzen. Such dir die Position, die sich für dich angenehm anfühlt. Natürlich kannst du es auch wieder mit der Decke kombinieren. Das heißt, auch hier kannst du dich auf die Decke draufsetzen, auf den Klotz draufsetzen und zusätzlich das Bein strecken. Macht das Ganze schon viel einfacher. Vielleicht hilft dir ein kleiner Trick aus der Neuroathletik. Das heißt, wenn es daran liegt, dass es die Hüfte ist oder dass dir dein Knie schmerzt, versuch einfach einmal eine Seite zu nehmen, relativ gelenksnah, und du drückst ganz fest mit deinen Händen am Oberschenkel, beziehungsweise eigentlich am Gelenk, und drück dann wirklich in allen Richtungen ab. Falls das Knie dir Probleme macht, machst du das Gleiche am Knie. Das heißt, unterhalb vom Gelenk, oberhalb vom Gelenk relativ viel Druck ausüben. Auch beides. Und dann setz dich noch einmal in den Schneidersitz. Es kann sein, dass du jetzt hier schon merkst, dass die Öffnung einfach um einiges leichter ist, um einiges weicher ist. Wir haben verschiedene Rezeptoren, das heißt, es kann sein, es hilft, muss aber nicht. Falls du eine Verbesserung auf dieser Seite merkst, mach es noch auf der anderen Seite. Das heißt, auch hier relativ gelenksnah, ganz fest drücken. Also es gibt verschiedene Reize, es kann auch sein, dass du es eher sanfter brauchst oder ein Pieksen. Nimm auch das Knie. Wenn es für dich funktioniert, funktioniert es grundsätzlich bei jedem Gelenk. Ja, bei mir funktioniert es. Fühlt sich gleich immer um einiges besser an. Als letzten Tipp kann ich dir nur empfehlen, bleib in Bewegung. Mach es immer wieder, auch wenn er schwierig ist. Wichtig, geh nicht in den Schmerzpegel, das heißt, du bleibst immer in einem schmerzfreien Bereich, aber versuch immer wieder den Schneidersitz auszuprobieren. Wenn du auf einer Erhöhung sitzt, versuch das einfach sukzessive
zu verringern. Das heißt, zuerst einen höheren Stapel von Büchern und dann immer wieder mal eines wegnehmen oder den Yoga-Klotz auf die höchste Stufe stellen, dann kippen oder die Decke kleiner machen. Versuch das einfach immer wieder zu üben und immer wieder die Höhe einfach zu reduzieren. Bleib auf jeden Fall in Bewegung, bleib dran, ich kann dir versprechen, es wird besser und irgendwann kommt der Tag, wo du entspannt im Schneidersitz sitzen kannst. Ich hoffe, die Tipps haben dir geholfen. Hinterlass mir gerne ein Like und einen Kommentar, wie es dir damit ergangen ist. Ich wünsche dir alles Liebe, bleib wieder gesund, bis zum nächsten Mal.